Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer mit den Grünhäuten. Wir sind kurz vor der Pleite und müssen weiter gegen sämtliche, wie soll ich sagen, gegen sämtliche Chaos hier vorgehen. Da haben wir echt viel Spaß bei und haben auch gut zu tun, würde ich sagen. So, schauen wir uns mal an, wie sieht es hier aus. Die Garnison von uns hier drin ist stark genug. Mit unserer Armee jetzt Verstärkung zu kämpfen, naja. Die Armee ist aber gerade nicht da, gut. Kampf hier drüben wäre jetzt gerade vergebens. Du kommst auch wieder an rechtzeitig. Wir können hier nach Süden gehen, dich nach Galbaras schicken. Und die Armee losschicken, danach hier nach Süden zu marschieren. Naja. Viel mehr kann ich auch nicht machen. Ach die Scheiße, es wird echt hart. Schlagen wir irgendwo nochmal eine Schlacht? Wenn du meinst. Ach, hier drüben könnte was sein. Aber auch erst nächste Runde. Ach du Scheiße. Leute, wir haben echt ein Problem. Wir haben echt ein finanzielles Problem gerade. Machen wir erstmal hier den, bitte. Ist schon mal ein bisschen weniger geworden. Ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt noch eine Armee totlegen, also Schilling haben wir es danach auch geschafft. Naja. Dann beenden wir erstmal die Runde hier. Und werden jetzt zusehen, wie die Björnlinge weiter vorrücken können. Naja, mehr kann ich nicht tun. Mehr steht nicht in meiner Macht. Es reicht zu stabilisieren als Grün. Das ist echt schwer, aber man halt keine Gebäude hat, die sowas machen können. Das ist unser Nachteil dabei. Als hätte ich schon längst wieder Zeit damit verbracht. Aber naja. Naja. Ja, die Orks sind mit den Hand kommen wieder. Nimmt mir ruhig meine Steinminen weg. Noch ob noch sein war mit. Okay. Jupp, das geht auf die Stadt hier rauf. Auch da kann ich nichts machen. Weg mit der Stadt, bitte. Auch hiermit, bitte. Danke. Ach du Scheiße, Leute. Mit den Björnlingern war einfach nicht mehr zu rechnen. Super. Sheesh. Okay. Ich brauche eine, damit ich auflösen kann. Ich glaube, wir werden ein bisschen sparen, wenn wir einen General weniger haben. Zack, nimm die Mitte alle hier. Und du wirst aufgelöst. Ja, 300 immerhin. So. Machen die heute platt hier und wir nehmen das Geld wirklich tierisch gerne. Reißende Klinge, ui. Nimm gerne Geld. Perfekt. Und nochmal bitte. Super. Wieder eine Menge Geld. Perfekt. Peng.
Nochmal. Super, läuft doch. Läuft doch. So. Leveln wir dich wieder auf. Baller Boys, bitte. Nochmal, Baller Boys. So, hier haben wir gerade keine Rebellion geplant. Hier auch nicht allzu schnell. Hier ist noch ein Plus drin. Hier ist nur minus 1. Hier ist minus 9. Ist echt knackig hier, die Kampagne. Aber gut, beweg dich mal vor. Du kannst danach mich eventuell Aircrot wieder einnehmen. Du schaffst dich rechtzeitig nach Galbaras. Das ist mein Vorteil. Und du hast ja eine volle Armee, Grimgorg. Finde ich gut. Naja, Leute. Beenden wir die Runde hier. Auch noch ein bisschen tricksen können, dass wir ein bisschen mehr Geld haben. Oh, naja. Ich bleib knifflig, weil halt, wie soll ich sagen, ich sonst nichts weiter habe. Ich muss gerade mit aller militärischen Gewalt hier vorpreschen. Hat ja noch vorher ganz gut funktioniert, bevor die Björn näher kamen. Das habe ich einfach nicht gerechnet. Okay, die Vara, die Björnlinger bewegen sich, okay. Auch hier wieder weiter, ah, gut, verstehe. Kann ich nur wenig machen. Das passiert, wenn man zu schnell aufsteigt. So, Cornys Arschsaft hat schon mal immerhin eine Garnison. Ist doch schon mal anfangen. So, Chaos-Korruption kann hier quasi nicht existieren weiter. Auch gut. Der Nebelberg hat auch eine Garnison, super. Die ganzen Bosszelte sorgen für Gehorsam. Perfekt, aber ich werde nichts weiter bauen. So, okay. Greif mir drüber bitte an. Perfekt. So, wir brauchen eigentlich Geld. Machen wir auch. So. Nochmal bitte. Super. Chaos ist vernichtet. Perfekt. Super, gib mir die noch Baller Boys oben drauf, bitte. Grimrock. Gehabt, ey. Hat doch wieder ein bisschen Geld in die Kassen gespielt, gerade. Und die Armee von dir ist bereit, eigentlich um Längen hier gegen viele anzukommen. Wie läuft's hier oben eigentlich? Minus 2, minus 2, minus 3. Plus 1, okay, das ist schön. Aber für wie lange? Zack. So. Hier drauf bitte. Das kann nicht schaden. Ich halte mich gerne wieder. Du bist bereit für einen War? Ah, gut, der ist bald weg. Der hält nicht gerade ewig. Okay. Die Björnlinger können wir nochmal zurückschlagen hier. Finde ich ganz gut. Naja, dann wollen wir die Runde beenden hier. Solange ich halt nicht weiß, wie es den Björnlingern da weiterläuft, werde ich also erstmal nichts bauen. So, du kommst an Karas Akarak an. Finde ich gut. Talking to no bloodsucker with his weird eyes. You'll try and get me it.
Gegen Geld gerne. Super. Jedes bisschen Geld begrüße ich, mein Freund. So krasser Kram möchte ich zurückhaben wie in dem Glitzerkram da drin. Der bringt schon ordentlich Schotter. Und Frieden mit dem Vampirfürsten ist erstmal eine gute Sache. So, die Scanlinger bewegen sich, die Vaga und auch die Björnlinger. Perfekt, komm mir entgegen. Okay. Zack, hör mit dir bitte. Angriff. So. Heldenhafter-Sieg, wow. Kriegst du nach einem großen War, deswegen werde ich da jetzt die bewusst fressen. Das kann mich echt nicht schaden. Super, die haben mich schon stark angeschlagen. Ich hatte die Björnlinge wieder zurückhalten hier. Super. Galbaras ist wieder safe. Ah ja. So safe wie es halt geht. Schieben wir nach hier rüber. Die möchte ich danach benutzen, um nach oben zu gehen. Zack, erstmal hier ran hier bitte. Zack. Perfekt. Und B setzen bitte. So, die Stadt müsste eigentlich. Nee, hat sie nicht. Schade. Dann bauen wir jetzt eben eine Höhle voller Glitzerkram. Doch hier wieder Stapel Glitzerkram bitte. Und ein Bosszelt. Und dich reparieren wir hier. Bosszelte sind hier das A und O, ey. Überall brauchen Bosszelte. Geh mal hier rüber, bitte. Okay. Auch hier halten wir uns relativ gut. Finde ich schick. Naja, wir werden bald eine Armee auflösen. Brauchen mich nicht alle. So, die Wildorks sind teurer als Ork-Jungs. Was sind dafür den Stats ein bisschen besser, was Nahkampfangriff betrifft. Und Waffenstärke und Angriffsbonus vor allem. Bauen sie anscheinend rein. Na gut. Beenden wir mal die Runde, Leute. Nachdem wir oben alles erlassen haben. Zack, Krawall im Lager, bitte. Ach, ja. Ja, ja, Leute. Ja, ja. Da ist ordentlich was zu tun. Satura Engel, der ewige Beobachter, warum? Warum kommen die Chaoskrieger jetzt im Norden zu mir? Das macht es mir noch schwerer. Ach, na toll. Okay. Peng. Paar Amulett, 491, super. Auf Fressmutter. Okay. Das schieben wir hier drüber. Zack. Peng. Verbotener Stab, perfekt. Wir haben schon drüber jetzt gerade. Wow. Oh, nee.
Hat ja ganz gut gepasst. Zack. Bist du auch aufgestiegen hier? Hast 2 Punkte gleich, geil. So. Peng, hierauf bitte. Und auch du hierauf. Tadam. Läuft doch. Wo ich das meinen hier? Okay. Hier halten wir uns noch relativ gut. Bitterspitz macht mir Sorgen. Oh mein Krack, Azul vielleicht irgendwie eine garnisonsmäßige Sache. Okay. Nichts ist in der Braunkeit, okay. Okay, schicke ich halt jetzt hier rüber. Gehst du nach dort rein. Die gehen nach hier oben. Immerhin sind hier schon wieder Chaos-Krieger. Echt kacke, aber na gut. Was soll man da machen? Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare rein. Ein Like und ein Abo würden mir helfen und würden mir auch sagen, ob euch das Video gefallen hat. Also macht das mal bitte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part wieder von Total War Warhammer mit den Grünhäuten. Wie immer an jedem Tag um 16 Uhr. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.